Die FED und die Bibel haben sehr, sehr viel gemeinsam und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Zunächst mal das Wunder geschehen, sowohl bei der FED als auch in der Bibel geschehen relativ regelmäßig Wunder. Bei der FED haben wir jetzt die wundersame Heilung der Finanzmärkte durch die wundersame Drehung der hawkischen Haltung auf eine dorfische Haltung. In der Bibel etwa heilt Jesus dann unheilbar Kranke. Also es geschehen Dinge, die sozusagen sehr segensreich sind, die sehr vielen Leuten helfen müssen. Das Zweite ist, dass wir es bei beiden mit Redaktionsprozessen zu tun haben. Das gilt insbesondere für das gestrige FOMC-Protokoll, wo wir verschiedene Textschichten haben, die aus verschiedenen Zeitebenen bestehen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Bibel, respektive das sogenannte Alte Testament. Da stammen die Texte aus verschiedenen Jahrhunderten sogar, werden von verschiedenen Redakteuren bearbeitet. Das gilt dann ein Stück weit auch für das Neue Testament, also da, wo Jesus auftritt, sozusagen für die Evangelien. Da geht es um ein paar Jahrzehnte, aber auch einige Redakteure. Und da haben wir interessante Phänomene, dass zum Beispiel der Zeitzeuge Paulus, der eigentlich Zeitzeuge von Jesus sein müsste, noch nichts Biografisches weiß über Jesus. Und 40 Jahre später kommen die Evangelien, diese vier Standardwerke sozusagen, die dann schon eine sehr konkrete Biografie von Jesus erzählen. Das hat mich immer stutzig gemacht. Stutzig macht mich aber auch die FED. Jedenfalls sehen wir, dass da einige Punkte drin sind, die mit Sicherheit da auf der letzten FED-Sitzung Ende Januar noch nicht besprochen wurden, nämlich mit der Bilanzreduzierung. Hier sehen wir jetzt im gestrigen FOMC-Protokoll, dass schon in diesem Jahr im Prinzip diese Bilanzreduzierung klar gehandhabt werden soll, möglicherweise gestoppt werden soll, und das wurde mit großer Wahrscheinlichkeit nicht Ende Januar besprochen, also war nicht Bestandteil der letzten FOMC-Sitzung, sondern das ist eine Drehung, die erst in den letzten Tagen reingekommen ist. Wir haben immer wieder Loretta Mester, die Cleveland Fed-Chefin, gehört, die eben diesen Punkt angesprochen hat, der vorher von keinem einzigen Fed-Mitglied jemals irgendwie auch nur thematisiert wurde, und die FED hat eben kapiert, dass diese Bilanzreduzierung offenkundig der Hauptgrund war oder mit einer der schwergewichtigen Gründe, warum die Aktienmärkte abverkauft haben. Dementsprechend hat man jetzt diesen Punkt mit reingearbeitet, während ältere Textelemente zum Beispiel von dem starken US-Konsumenten sprechen, wir inzwischen aber eben die Einzelhandelsumsätze aus den USA hatten, die alles andere als stark waren. Und gestern Abend ist dann Richard Clary, dann der FED-Vize, nochmal aufgetreten und hat eben diese Differenzierung gemacht. Ja, wir haben einen starken Arbeitsmarkt, aber der Konsument schwächelt schon ein bisschen. Also daran sehen wir, wie man so einen Text wie das FOMC-Protokoll lesen muss, nämlich als Werk von verschiedenen Redakteuren, die dann sozusagen bis zur Veröffentlichung dieses Konvoluts noch Hand anlegen, und aus verschiedenen Zeitebenen, da finden sich Dinge drin, die älter sind, Dinge, die noch ganz zuletzt eingearbeitet werden. Aber wundersam ist beides gleichwohl. Wir haben dann eine Reaktion gehabt, dass zunächst mal der Dollar etwas stärker wurde, weil die FED eben auch nicht ausschließen will, dass es noch weitere Zinsanhebungen gibt, je nachdem, wie eben die Konjunktur läuft. Aber es glaubte am Markt offenkundig niemand, dass das passiert. Jedenfalls ist in der Summe dann eigentlich relativ wenig passiert an den Aktienmärkten. Es gab Ausschläge, weil eben alle erstmal dieses FOMC-Protokoll lesen mussten, anders als sonst, wo sonst schon Journalisten eben die Headlines präsentieren. Schauen wir uns jetzt mal an, was heute auf der Agenda steht, und das ist einiges. Wir haben jetzt positive Futures heute Nacht gesehen, weil, und das betrifft hier diesen Punkt Liu He in Washington, weil jetzt eben heute diese Gespräche beginnen und ein Agenturbericht sagt, naja, die beiden Seiten hätten in 6 Punkten würden sie ein Memory of Understanding vorbereiten, also praktisch so eine Rahmenvereinbarung. All das sollte eigentlich schon fertig sein, im Prinzip, als man sich in Buenos Aires traf im Jahr 1823 beim G20-Treffen, sollte schon fertig sein, als Mnuchin und Lighthizer nach Peking reisten. Jetzt also scheint man dran zu arbeiten, aber es sind verschiedene Punkte, Landwirtschaft, vor allem eben die Handelsbilanz ist ein großes Thema, aber auch Diebstahl geistigen Eigentums. Mal sehen, ob man sich da einigen kann. Jedenfalls sagen diese Insider, die von diesen Verhandlungen berichten, das kann noch scheitern. Wir werden sehen. Ich hatte gestern diesen Auszug aus der Global Times vorgelesen, der klar macht, dass China überhaupt keine Strukturreform will, sondern einfach meinte, man könnte den Amerikanern eben mit ein paar Happen, die praktisch ein bisschen fleischhaltige Happen vorlegen,
sodass sie dann zufrieden sind, wenn die Handelsbilanz gegen Null fährt. Aber schauen wir uns die anderen Termine an. Wir haben den Einkaufsmanager-Index Gewerbe aus Deutschland. Das wird interessant. 9.30 Uhr, gleiches aus der Eurozone. Wird sich da dieser Trend in der Schwäche in der deutschen Industrie fortsetzen? Das ist die zentrale Frage. Dann auch Daten aus den USA, Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter. Die sind noch aus dem Dezember, also von anno dazu mal. Wir haben dann den Philadelphia Fed Index, der ist frisch, also aktuell. Und wir haben die Verkäufe bestehender Häuser, die Existing Home Sales, die ja etwa für 90% des US-Immobilienmarkts stehen, der zuletzt ein bisschen wieder Aufwärtspotenzial entwickelt hat. Wir sehen zumindest die Mortgage Applications, also die Hypothekenanträge sind wieder deutlich nach oben gegangen. Insgesamt also nach wie vor, und das gilt jetzt besonders heute, wieder viel Optimismus im Markt. Da wird schon was passieren. Wie gesagt, wenn jetzt nur die Deadline verschoben wird und man sagt, man spricht weiter, dann dürfte das eher nicht positiv für die Märkte sein. Auch keine Katastrophe, aber eben nicht positiv. Positiv wäre wirklich nur ein großer Deal mit wechselseitiger Abschaffung der Zölle. Das würde wirklich enormes Potenzial freisetzen. Aber es gibt viele Faktoren, die eben nicht so richtig zusammenpassen. Etwa, dass die Renditen für US-Staatsanleihen nicht steigen. Da sind wir bei der 10-Jährigen bei 2,66%. Und wir sehen, wenn die Märkte nach oben gehen, dann gehen normalerweise auch die Renditen für Staatsanleihen nach oben, weil eben der Optimismus da ist und dann Anleihehalter oder potenzielle Anleihekäufer sagen, ich will aber mehr Rendite haben, weil beim Aktienmarkt kann ich doch sehr gutes Geld verdienen. Also müssen wir die Anleihen doch was bieten. Wir sehen jedes Mal, dass hier die 10-Jährige an dieser Trendlinie gescheitert ist. Und jedes Mal war das auch das Hoch bei den Aktienmärkten. Wir haben die Tatsache, dass Gold steigt. Warum steigt Gold? Wir haben eine weitere Abkühlung der globalen Konjunktur, sichtbar im Baltic Dry Index. Also es gibt viele Faktoren, die eigentlich doch die Earnings Expectations sinken weiter. Wir haben also viele Faktoren, die eigentlich so ein bisschen dieser Rallye widersprechen. Aber die basiert eben auf dieser Lösung im Handelskrieg. Und wenn die kommt, klar, nämlich umfänglich kommt, dann wäre da durchaus Potenzial. Aber dazu muss wirklich alles komplett abgeschafft werden. Und die beide sich unglaublich lieb haben, nämlich die USA und China. Wir sehen den DAX 11.458. Konnte sich dann mit den anziehenden US-Futures und den anziehenden asiatischen Märkten, die von diesem Bericht Memory of Understanding profitieren konnten, nach oben gehen. Gestern der DAX stärker als die Wall Street, hat ein Kommentator geschrieben, warum sagt ihr nicht, dass der DAX 1% gestiegen ist? Doch, ich sage es hier, hiermit will ich es endlich mal gesagt haben. Es lag mir auch jahrelang auf der Zunge, dass der DAX gestern 1% gestiegen ist. Wir sehen hier den S&P 500 jetzt in dieser neuralgischen Zone 297. Bis eben die 2820. Ich hatte gestern hier eben diese Zone versucht, hier mit einem Chart zu zeigen. Hier die Fünferwelle möglicherweise, die dann eben in dieser Zone 2800, 2797 im Grunde zu ihrer Entscheidung kommt. Wir sehen dann den Dow Jones 26.040. Wir sind jetzt sozusagen auf dem Hoch, auf dem wir Anfang Dezember waren. November waren wir noch höher. Dann kam der Abverkauf. Jetzt sind wir genau da, wo wir sozusagen vom Dezember aus gesehen runtergeplumpst sind. Wir haben den Nasdaq bei 7.088. Wir sehen, da sind wir noch nicht bei dem Dezember-Hoch. Das heißt, wir sehen etwas schwächere Tech-Werte. Was sagt uns das? Wir sehen aber sehr, sehr starke Nebenwerte in den USA. Russell 2000, der deutlich über seinem Dezember-Hoch ist, fast schon hier das November-Hoch erreicht hat. Also hier wird gespielt, dass die Binnenkonjunktur in den USA noch gut läuft. Wir haben Euro-Dollar, der in zackigen Bewegungen jetzt nicht so genau weiß, was er von den FOMC-Protokoll halten soll, 1.1332. Wir sehen British Pound. Auf der einen Seite Optimismus in Sachen Brexit-Vereinbarung. Gestern treffen Juncker, May, freundliche Stimmung, wie man hört. Aber Fitch droht Großbritannien mit einer Rating-Abstufung. Wir sehen weiter Schwäche hier beim Yuan. Dollar wertet also auf. Und wir sehen aber, dass jetzt diese Bewegung so ein bisschen sich ins Gegenteil gekehrt hat, so in den letzten Minuten. Gold bleibt relativ stark, 1338, wenngleich gestern ein Rücksetzer, 16 Dollar kostet Silber und Crude Oil bei 57,34. Also, Handelsoptimismus, das ist das große Thema, darauf wird jetzt geguckt. Die Fed ist in dieser Wait-and-See-Position, mal gucken, was kommt, dann werden wir das schon entscheiden. Während jetzt langsam eine Entscheidung her muss in Sachen Handelskrieg, damit die Märkte wissen, wo es weitergeht. Jetzt wünsche ich erstmal einen segensreichen Tag mit der Fed und der Bibel. Bis dann, ciao.